damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Breakpoint. Hallo. Hallo und mitten in der Gefahr, Drohne. Oh, oh, oh. Oh, das wird teuer. Wir wollen jetzt das Dorf annehmen. Mit dem Andi und dem Lars. Das erste, was ich machen werde, ist auf jeden Fall hier oben. Ach, hier den oben. Helikopter, okay. Den Helikopter quasi beschützen. Weil das ist jetzt mein Helikopter, meine Lieben. Das ist jetzt meiner. Oh, die Mission. Ja, die Mission. Die finde ich richtig geil. Den Dicken habe ich schon mal erledigt. Ah, okay. Glück gehabt. Der Inkubus bleibt stehen. Ja, fast aufgefallen. Das ist fein. Ja, nicht, dass der letzte Weiber gleich wieder sagt, wir waren's, ne? Ne, jetzt war ich's mal, ja. Ich wollte die Drohne wegballern, aber eins, aus irgendwelchen Gründen macht der keinen Boom. Hey, Level 11. XP-Point. Aber ich wusste nicht, dass das ein Auto ist. Ich dachte, das wäre eine schwebende Drohne. Ah, du hast das Ding angegriffen. Ich wurde zumindest nicht entdeckt. Ich wurde nur gehört. Dann werden wir mal das Messer rausholen. Jetzt wurde ich gesehen von jemandem. Hey. Wie komme ich aufs Dach? Wow. Willst du mich verarschen? Wieso kommst du nicht da hoch? Alter. Fuck.
So, das war's, ne? Naja. War jetzt nicht so schwer, würde ich sagen, oder? Looten wir mal. Mhm. Ausrüstung Cyberdead. Okay. Ach, hier komme ich hoch. Geil. Drüben auf dem anderen Dach konnte ich nicht hoch. Wenn ich jetzt noch den Loot finden würde, der hier irgendwo rumliegt. Ach, da oben. Wie verdammt mal komme ich da hoch? Ah, schon ein bisschen verkniffelt gemacht hier. Puh. Alter Schwede. Nein. Ja, das ist auch das Problem. Das kostet natürlich viel Zeit, den Loot einzusammeln, ne? Weil du wirklich da 100 Wege erstmal suchen, absuchen musst. Naja, ich habe den Weg gefunden, aber der ist auf der anderen Seite im Gebäude, musst du hoch und einmal über die Brücke zurück. Warte mal. Okay, wir sammeln mal ganz kurz den Loot ein, weil es eh gerade nicht und wir sehen uns gleich beim Questgeber. Also bis gleich. Und schon sind wir zurück bei dem Questgeber. Wir haben alles eingesammelt, was so an Loot aussieht und wir haben mal vor, mit der Frau hier zu reden. Wer zum Henker sind Sie? Mein Name ist Nomad. Sie haben Drohnen für Walker und Stone gebaut? Ich wurde verhaftet, weil ich protestiert habe. Sie haben mich gezwungen. Kriegsgerät herstellen steht sonst nicht auf meiner To-Do-Liste. Viele Leute waren nicht sicher, was mit Ihnen passiert ist. Gehen wir, sonst bekommen wir hier Ärger. Wie haben Sie mich? Daigoro Ito. Stone sagte, alle Outcasts wären tot. Nicht alle. Was wissen Sie über Stone? Wie sollte ich irgendwas wissen? Er schien Cole Walker ziemlich gut zu kennen. Sie waren allerbeste Feinde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich kann echt nicht sagen, was ich lieber habe. Die Arschkälte in diesem Drecksloch oder die Scheißhitze und Feuchtigkeit in Bolivien. Für mich Bolivien, auf jeden Fall. Weißt du, ich, diesen Kumpel Stone vom GGS. Er hat jetzt einen eigenen Laden und nimmt Aufträge in Mexiko an. Er sagt, das Wetter da unten ist prima und die Frauen sind liebevoll. Was bedeutet GGS? Gegenschlagteams. Das ist streng geheimer Militärscheiß. Sind wir nicht streng geheimer Militärscheiß? Nicht wie ich und Stone und die beiden Typen in seinem Team. Sekunde. Drei Ziele kommen aus dem Gebäude. 12 Uhr. Sie haben Gewehre. Bereit. 325 Meter. Bestätige 325. Ruhig halten. Abschicken. Würde ich dann nicht wegrennen? Also ganz ehrlich? Ziele. Wenn da einer erschossen wird, renne ich doch ins Haus zurück. Also. Ich halte nichts von Auftragsarbeit. Wir reden nochmal, wenn du zwei Töchter hast, die aufs College wollen. Sieh dir das an. Einer von den Typen wendet sich noch. Elend zieht Gesellschaft an. Da ist noch so ein Arsch, der lehnt sich aus der Tür und will ihm helfen. Ruhig halten. Abschicken. Ruhig halten, abschicken, das ist ja. Ziele erledigt. Ja, keine Ahnung wegen Mexiko. Ich und Stone, wir haben uns nie richtig gut verstanden. Hey, hast du gerade durch die Hose geatmet?
Wie läuft's? Ach, ziemlich ruhig. Weck mich auf, wenn irgendwas los ist. Wie kann man so ruhig sein, wenn man, Menschen von Stone habe ich schon vor einiger Zeit gehört. Scheiße. Also. Gehören Sie zu Walkers Leuten? Zu seinen Wolves? Nein. Hören Sie, verschwinden wir erstmal, dann können wir reden. Ich verlasse die Fabrik nicht, solange sie funktioniert. Stone ist auch ohne tödliche Drohnen schon schlimm genug. So, was machen wir denn? Das ist das Risiko nicht wert. Sie spinnen. Verschwinden wir hier. Haben Sie Ideen? Irgendeine Idee? Ich habe hier Monate, 15 Stunden pro Tag gearbeitet. Ich habe oft darüber nachgedacht, das Gebäude auf eine Entscheidung. Ich war darauf vorbereitet. Ich habe einen Störsender gebaut, der die Akkus überlädt, falls sie in die falschen Hände geraten. Sie müssen nur dieses Gerät anbringen. Ich habe es so programmiert, dass sie implodieren, sobald sie außer Reichweite sind. Was für eine geile Scheiße. Also. Wir müssen unten die Dinger explodieren lassen, ne? Mhm. Ich würde sagen, ich nehme den Südflügel. Ehren. Hat er da nur ein Handy reingelegt? Mhm. Geh mal von aus, wenn alle drei hast, dann geht der Ding los. Wir sind nur zwei. Achso, sind nur zwei, okay. Dann haben wir schon. Ah ne, hier ist auch noch eine. Oder drei. Aber naja, gut, ja, ist egal. Aber wie passt das da rein, bitte, in die Kiste? Das verstehe ich nicht. Erledigt. Wir müssen los. Oh. Flycatcher. Hoch, los! Paula! Das war doch mal geil. Los! Los! Bewegung! Scheiße! Zurück! Zurück! Wieso können die eigentlich durch die Scheiben und wir nicht? Doch, können wir auch. Ab und zu mal. Aber nicht durch jede. Ja, es reicht, ich würde gerne spielen. Ja, ich komme jetzt rein und mach die kaputt, wetten? Spring auf sie! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Sag ich doch. So ein Käse. Das ist ja wie im schlechten Film. Kennt den Ausgang. Ja. Nimmt das mal ein Ende mit den scheiß Drohnen hier. Aua. Hat weh. Mit der Pistole, ich habe eine LMG. Wie schlimm ist es? Ja. Nichts, was Antikila nicht teilt, okay? Hören Sie, es gibt eine Planänderung. Wir müssen Ihnen Hilfe besorgen. Je früher, desto besser.
Bringen Sie mich zur South Cape Station. Da sind Leute, die mir helfen können. Oh, das ist ja... Also gut inszeniert, ja. Aber wo wart ihr? Hey, wir haben die Stellung gehalten. Mhm. Okay, wer trägt die Frau? Ich mach. Geh du vor, genau. Wir müssen zum Heli, ne? Links. Wo ist denn jetzt Flycatcher? Der hat sich verdrückt. Nee, der ist da. Okay. Er kommt. Nee, da ist kein Flycatcher dabei. Wir irgendwo raus, ne, ja? Doch, hier hinten. Gut, wenn sie sich weiter so aufstellen, dann ist das natürlich wunderbar. Wo ist Lars? Ach, da vorne. Treffen uns beim Heli? Ja. Der Flycatcher hat sich verdrückt. So ein Feigling seid ihr. So, kann ich jetzt hier irgendwie einladen? Bestimmt. Wie soll ich denn sonst hin? Ja, hier hinten an der Tür. Ah, okay. Was für eine geile Animation. Die fliegt natürlich nicht raus. Könnt ihr bitte festhalten, wenn ihr hinten einsteckt? Mach ich. Ich sag jetzt nicht, was ich mit dir mache. Oh weia. Nicht auf zu fluten. Sie müssen festdrücken. Hey, bleiben Sie wach. Ich bin... Hol hier doch mal eine Spritze rein, Mensch. Gegen die ich gekämpft habe. Haben Sie die entwickelt? Zum Teil. Flycatcher. Die Frage ist, wo fliege ich eigentlich hin? Ja, zu dem Punkt, zu dem gelben Punkt. Du fliegst gerade in die falsche Richtung. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Man sieht's nicht. Ich habe zwei Missionen aktiviert. So, scheiße. Das ist schlecht. Sind beide gleich weit. Wir haben 12 Minuten Zeit dafür. Sie bei mir, Paula. Also wie ich mich kenne, stürze ich eh gleich ab. Was macht Flycatcher so gefährlich? Warum ist er so schlimm, hä? Als eine meiner Ingenieurinnen verschwand, gab es das Gerücht, dass Flycatcher sie entführt hätte. Ich weiß nicht warum, aber da ich weiß, woran Wallace gearbeitet hat, kann es nichts Gutes bedeuten. Flycatcher klingt nach jemandem, den ich zur Strecke bringen sollte. Ja, bitte. Und bitte verletzen Sie seine Gefühle für mich. Mir fällt bestimmt eine geistreiche Beleidigung ein. War Wallace in dem Forschungslabor, aus dem wir kommen? Nein. Wieso habe ich jetzt eine andere Stimme? Sie war in der Grandview Mansion. Sie verschwunden ist. Paula, bleiben Sie wach. Wir sind fast da. Hey, wach bleiben. Wieso habe ich eine andere Stimme? Habt ihr mit ihr geredet, ja? Nee. Was ist denn hier los? Die hat mit uns dreien gesprochen und dann sind alle drei Stimmen übereinander gelegt worden von uns. Ah. Unten ist ein Konvoi. Den lassen wir lieber sein. Aber den Biber kullig. Oh. Ich sehe das Unheil kommen. Welches Unheil? Wahrscheinlich kommt gleich eine Rakete angeflogen. Aus dem Biwak.
Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, sie wurde ja schwer verletzt. Und er sagt ihr, das ist nichts, was ein Tiki.